Unsere Zeitreise im November beinhaltet natürlich auch Novemberwetter. So ist dann auch der Turm von St. Petri nicht ganz zu sehen. Dieses harmonische Bild, das Gotteshaus mit dem Turm, ein altes Wahrzeichen, ist auch wieder entstanden. Und dabei hat gerade dieser Turm von St. Petri eine ganz besondere Bedeutung. Einige Male ist er verloren gegangen, aber der da jetzt draufsteht, ist fast auf den Tag genau 20 Jahre alt oder jung. Also starten wir unsere heutige Zeitreise mit der frühen Geschichte aus Rostock. Was da in den Novembertagen von 1994 vollendet wurde, war der lang gehegte Wunsch der Rostocker, ihrer Petrikirche wieder eine Turmspitze aufzusetzen. Das über Jahrhunderte hinweg geprägte und bis 1942 erhalten gebliebene Stadtbild sollte so wieder vervollkommnet werden. Zur Gesamtfinanzierung musste die Petri-Gemeinde damals einen Kredit in Höhe von 6 Millionen D-Mark aufnehmen. 70 Meter hoch ist nun die neue Spitze auf dem Turm von St. Petri. Doch in seiner langen Geschichte war es gerade dieser Turm, der immer wieder Probleme bereitete. Als nach den Wendenzügen und der folgenden Christianisierung die ersten deutschen Siedler an die Warnow kamen, trafen sie auf die Slawen vom Stamme der Kessiner, die bereits seit mehreren hundert Jahren hier lebten. Diese waren gerade dabei, ihre sie schützende Burg wieder aufzubauen, die der Dänenkönig Waldemar im Jahre 1161 zerstören ließ. Genau in der Sumpfniederung zwischen dem späteren Petridamm und dem Ostufer der Warnow, in der sogenannten Petri-Bleiche, befand sich diese Burg Rostock. Übersetzt bedeutet dies Auseinanderfließen eines Stroms. Interessant war, dass es dort auch eine Kirche gab, die St. Clement-Kirche. Und diese wurde sowohl von den Slawen als auch von den deutschen Siedlern gemeinsam genutzt. Auf der Anhöhe an der linken Flussseite siedelten nun die Neuen. Und bald errichteten sie dort auch ihre erste eigene Kirche, die wahrscheinlich sehr klein und aus Holz war. Die Kaufleute lebten vom Handel im kleinen Hafen unterhalb ihrer Kirche. Diese weihten sie dem heiligen Petrus, der einst Fischer gewesen war. Neuere Forschungen belegen, dass es hier zu Zeiten der Stadtgründung um 1200 bereits einen Markt und auch eine weitere Burg, die von Fürst Pribislav, gegeben haben muss. Auch im Jahr 1218, der Verleihung des lübischen Stadtrechts und noch zur Zeit der Entstehung der Städte Hanse ab 1256, stand dort diese Kirche. Denn erst im 14. Jahrhundert begann der Neubau von St. Petri. 1312 gab es wieder einmal Streit mit dem Dänenkönig. Diesmal war es Erik IV. Menwit. Anlass war ein Ritterturnier, das er nicht in der Stadt abhalten durfte. Die Dänen blockierten daraufhin die Hafeneinfahrt in Warnemünde. Zum Schutz des ollen Fahrwasser errichteten die Rostocker als ihre Antwort dort einen Wehrturm. Dies hauptsächlich mit Steinen, die eigentlich zum Turmbau der Petrikirche vorgesehen waren. Bischof Gottfried von Schwerin bezichtigte Rostock der Gottlosigkeit. Der Papst Clement V. wollte daraufhin Rostock gar mit dem Kirchenbann belegen. Doch nach der Auseinandersetzung mit dem Dänenkönig ging der Kirchenbau weiter. Es entstand die uns heute vertraute Petrikirche, eine dreischiffige gotische Basilika ohne Querschiff. 1358 war der Bau vollendet. Allerdings kam der mächtige Westturm, der die gesamte Breite des Mittelschiffs der Basilika einnimmt, erst um 1500 hinzu. Dieser Turm ist in drei Etagen gegliedert und mit gotischen Schmuckelementen wie den langgestreckten Blenden und zwei Friesen aus schwarz glasierten Ziegeln versehen. Auch im Portal sind diese im Wechsel mit den naturbelassenen vorhanden. Doch bereits 1543 wurde der Turm durch Blitzschlag das erste Mal vernichtet. Dieses Schicksal ereilte ihn im Laufe der Geschichte mindestens noch fünf weitere Male. Immer wieder hinterließen Blitz und schwerste Gewitter deutlich ihre Spuren und immer wieder bauten die Rostocker den Turm ihrer Kirche neu auf. Mit einer Gesamthöhe von 126 Metern war er schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts in Seekarten verzeichnet und so auch für die Schiffe auf See eine gute Orientierung. Für die Mecklenburger Kirchengeschichte ist St. Petri von besonderer Bedeutung, predigte doch hier der Reformator Joachim Slüter, dies vorwiegend in Niederdeutsch. Er war vor allem bei den ärmeren Bevölkerungsschichten sehr beliebt und hatte großen Zulauf.
Die Predigten waren geprägt vom lutherischen Gedankengut. Er soll in dem Haus neben dem Kirchhof, welches auch Flöh oder Flieburg genannt wurde, gewohnt haben. 1532 starb Slüter, er wurde auf dem Kirchhof der Petrikirche beigesetzt. An gleicher Stelle wurde dann 1862 ihm zu Ehren ein Denkmal gesetzt. Der berühmteste Rostocker Sohn, Marschall Gebhard Lebrecht von Blücher, weilte 1816 in seiner Geburtsstadt, anlässlich der Errichtung eines Denkmals für ihn auf dem damaligen Hopfenmarkt. In St. Petri besuchte er auch das Grab seiner Eltern, die hier beigesetzt wurden. Blücher-Denkmal wurde dann 3 Jahre später eingeweiht. Südöstlich der Petrikirche befand sich das für alle Rostocker Pfarrkirchen typische Ensemble der Prediger und Kirchhäuser. Links und rechts vor dem Turm der Kirche standen von etwa 1270 bis zum Jahre 1901 zwei sogenannte Heringshäuser mit Budenanbauten. Hier wurde der vor allem auch schonend stammende Hering gereinigt, gesalzen, geräuchert und gelagert. An der Nordseite der Kirche befindet sich die angebaute Kapelle. An der Südseite stand einst bis 1942 eine einfache Bude mit 2 Wohnungen. Vor der Kirche gab es unter anderem bei der seit 1390 alljährlich über Jahrhunderte hinweg stattfindenden Rostocker Messe, die als Pfingstmarkt bekannt wurde, den Pferdemarkt. Hier wechselten die nützlichen und unentbehrlichen Vierbeiner ihre Besitzer. Doch dann kamen die Bombennächte im April 1942. Rostock brannte. In der Nacht vom 26. zum 27. April zerstörten britische Bomben dann auch das Mittelschiff und den Turm der Petrikirche. Von dem einstigen Glanz im Innern der Kirche blieb fast nichts erhalten. Auch die reiche barocke Ausstattung wie Altar, Kanzel und Orgel, die um 1720 vom Rostocker Orgelbauer Kaspar Schwerling gefertigt wurde, gingen zum Großteil in Flammen auf. Die einst so stolze Petrikirche wurde eine Ruine. Nur wenige Teile der Kulturschätze St. Petris konnten gerettet werden. Dazu gehört die bronzene Tauchfünte aus dem Jahre 1512. Wie durch ein Wunder aber blieb der 48 Meter hohe Turmschaft stehen. Für fast 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sollte dieses Bild erhalten bleiben. Zwar wurde die Kirche notdürftig gesichert und auch kleinere Erhaltungsarbeiten konnten durchgeführt werden, doch zu mehr reichte das Geld bis zum Ende der DDR-Zeit nicht. Bereits im Dezember 1989 erfolgte der Aufruf zur Aktion Petriturm. Im Folgejahr nahm ein Baustab seine Arbeit auf und im September 91 gründete sich der Förderverein. Im August 92 begannen die Gerüstbauarbeiten am Turm. Hoch über der Stadt wurden die Einzelteile montiert. Im September waren Gerüst und Notdach angebracht. Bauarbeiter bestimmten von da an das Geschehen. Dreck und verwittertes Mauerwerk musste abgetragen werden, bevor die ersten Steine gemauert werden konnten. Am Ende der Arbeiten sollten es ca. 200.000 gewesen sein. Die ersten steinernen Bögen entstanden neu. Über 650 Kubikmeter Lärchenholz wurden in der neuen Turmspitze verarbeitet. Mit den dafür notwendigen Zimmermannsarbeiten war eine Firma aus Ueckermünde beauftragt, die noch in der Lage war, nach alten Zeichnungen und Technologien derartige komplizierte Holzarbeiten durchzuführen. Diese Arbeiten begannen im Mai 1993. Mit Stechbeiteln, Sägen, Hämmern und Dechseln wurde das Lärchenholz nach alter Tradition bearbeitet. Das Mittelstück des Helmes, der Kaiserstiel, entstand aus einem etwa 400 Jahre alten Eichenstamm. Äußerste Präzision war gefragt. Doch auch moderne Technik kam zum Einsatz. Die Turmhaube sollte aus 3 Segmenten gefertigt werden, die nach und nach von März bis Juli 1994 entstanden. Dann kamen die Blechner auf die Baustelle. Sie nagelten präzise die noch roten Kupferplatten auf das Holz. Das Geld wurde in verschiedensten Spendenaktionen zusammengetragen. Dies gelang unter anderem auch durch den symbolischen Kauf von insgesamt 3.800 Kupferplatten, mit dem der neue Helm beschlagen wurde. Auf dem Spitzenabschlussteil befindet sich seit dem 13. November die Kugel mit dem leuchtenden Hahn. Die Petrikirche steht nun wieder in altem,
neuen Glanz. Auch diese Bilder aus dem Inneren des Turmes lassen ahnen, welche gewaltige Menge Holz hier fachgerecht verarbeitet wurde. Und die Bilder, die Sie eben gesehen haben, die Sie sicherlich genauso beeindruckt haben wie mich, die machte Gerd Weber, der uns jahrelang zur Seite steht. Gerd, tolle Bilder, die du da gemacht hast, 20 Jahre danach. Sag mal, ist das alles noch frisch oder hat man schon einiges ad acta gelegt? Naja, es ist schon eine Zeit her, aber für mich ist der Petriturm eigenartigerweise oft neu. Wenn ich durch die Straßen gehe, da stutze ich oft, Donnerwetter, da ja. Ist der Turm. Aha. Das mag ein anderer gar nicht glauben, aber ich habe wirklich diesen Überraschungsmoment erlebe ich noch. Und welche Erinnerungen hast du denn nun an die Zeit des Aufbaus dieses Turms? Es ging ja über eine ganz lange Zeit. Du warst immer vor Ort, du hast immer Bilder gemacht, du hast immer Menschen porträtiert dabei. Ja, so wie ich es immer mache. Ja. Und ich fotografiere ja auch nicht im Auftrag, außer im eigenen Auftrag. Und mit der Petrikirche ist es so, eine Großmutter wohnte hier unten und zu meiner Kindheit hat die immer gesagt, du hast wir so einen grauen Turm ob. Den konnten wir uns ja gar nicht vorstellen. Genau. Und dann kam der Nachsatz bei ihr, das würden die Hüt gar nicht mehr fahrig kriegen. So. Und dann habe ich immer so auch ein bisschen an Erna gedacht. Ich denke, das würden die Hüt gar nicht mehr fahrig kriegen. Und jetzt bist du dabei, wenn du das hier fotografierst, als Zeuge, wie sie diesen Turm fertig bekommen. Mhm. Und dann habe ich einfach angefangen, von Anfang an zu fotografieren über diese rund gerechnet 2 Jahre, also im eigenen Auftrag, und habe dieses Baugeschehen wirklich intensiv begleitet, was ja auch in der Hinsicht ganz schön war, da also Gewerke am Arbeiten waren, so seien das nur die Maurer, die Zimmerleute, und gut, manche Dinge wurden mit der Elektrosäge vorgeliefert, aber die ganzen Feinarbeiten waren wirklich Handarbeit, wie Handarbeit. Also auch mit Handsägen, das sieht man auf dem einen Foto auch, denke ich, und solche Sachen, wann erlebt man sowas schon? Und noch Gewerke, die ja mittlerweile eigentlich ausgestorben sind schon, aber es ist ja was entstanden, dank deiner Dokumentation. Du bist Kulturpreisträger der Stadt. Ja, wurde ich auch schon mal. Ja, ich denke mal, gerade auch deswegen, nicht wegen der Petrikirche, sondern wegen deiner Porträts Menschen. Wie wichtig sind dir denn die Bilder, die man über viele Jahre hinweg verfolgen kann, mit Menschen aus Rostock, die Dokumentation auf deine Art und Weise? Ja, ich finde das schon wichtig, dass mal Menschen dargestellt worden sind, sondern mich interessiert hauptsächlich eben der Mensch und der Mensch bei der Arbeit. Und das war natürlich hier der Anlass, wie man ihn nicht kaum noch findet. Mhm. Handarbeit im wahrsten Sinne des Wortes, wo findet man das noch? Ne? Ja. Du bist heute noch in Erinnerung ganz schön Feuer und Flamme, aber eins hast du mir im Vorgespräch gesagt, ist heute genau wie vor 20 Jahren, als der Turm aufgestellt wurde. Furchtbar kalt. Furchtbar kalt, ja. Das werden alle, die bestätigen, die das erlebt haben am 13. November, es war furchtbar kalt. Mhm. Gerhard, danke schön für die Fotos, für die Informationen dazu. Und wir, liebe Zuschauer, wir nähern uns mit der nächsten Sendung schon wieder Weihnachten. Und da haben wir uns einem Menschen zugewandt, der auf seine Art und Weise auch Geschichte geschrieben hat. Ein Bildhauer, zwar geht es um Ernst Barlach, Sie sind heute schon wieder herzlich eingeladen. Und dir danke schön, dass du unserer Einladung für heute gefolgt bist. Gerne. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.